Ne? Ne? Obama hat ja auch eine astreine Karriere hingelegt, oder? Vom Messias zum Loser. Ne? Hat ja im Grunde nichts auf die Reihe gekriegt. Und jetzt will er sich, hat er dieses Jahr gesagt, er will sich für das Klima engagieren. Ja, das kann ja heiter werden. Ne? Das, wobei, da muss natürlich dringend was passieren. Wir hatten ja wieder einen Weltklimagipfel. 3000 Klimawissenschaftler haben Klimamodelle erstellt und alle waren sich einig, es wird ganz, ganz furchtbar. Ein kleines Manko bei den Klimamodellen ist natürlich, dass nicht eines das Klima der letzten 15 Jahre richtig vorhergesagt hat. Es kam nämlich raus, es ist in den letzten 15 Jahren auf der Erde unerklärlicherweise nicht wärmer geworden. Aber da sieht man wieder, wie perfide die Klimaerwärmung ist, dass sie zur Tarnung sogar auf einen Temperaturanstieg verzichtet. Das ist mal richtig schlimm. Da sehen wir mal. Trotzdem ist natürlich alles ganz furchtbar. Aber man fragt sich als Laie, wenn die mir nicht mal sagen können, wie das Wetter in 2 Wochen wird. Wie schaffen die es, mir den Meeresspiegel in 86 Jahren, im Jahr 2100, in Zentimetern vorherzusagen? Das ist, ich bin gespannt. Also, ich habe ja noch vor, das zu erleben. Bis dahin gibt es Ersatzteile. Naja. Was sollen wir machen? Wir müssen ja irgendwas tun, aber es sieht nicht gut aus. Was soll man machen? Weil wir ja immer denken, eine Energiesparbirne in der Nachttischlampe wird den Eisbären retten. Ich vergiss es. Venedig lag vor 10.000 Jahren noch 80 Meter über Meeresspiegel. Ist kein Scherz. Es war auch kein Spaß da. Jeden Abend die Gondeln den Berg rauftragen. Und so. Ja, das war auch schlimm. Und seitdem. Und seitdem haben wir einen Anstieg der Meere um 80 Meter erlebt. Tendenz steigend. Und das ist natürlich ärgerlich auf Sylt. Die haben die höchsten Immobilienpreise in ganz Deutschland. Haben sie gerade die Grunderwerbssteuer überwiesen. Und kaum 4000 Jahre später liegt das Objekt 30 Kilometer vom Strand entfernt. Und zwar seewärts. Das ist mal richtig scheiße. Ne? Ja, da. Da bringt es doch nichts mehr, wenn sie einen Aufzug haben, der von der Tiefgarage direkt ins Wohnzimmer führt, wenn einem die Quallen durch die Bulltaubküche schwappen. Und dann sind viele Menschen enttäuscht von der Politik und fragen sich, warum wird der Klimawandel nicht einfach verboten? Ja, aber Politik ist nicht allmächtig. Das enttäuscht viele Menschen. Und dann gehen sie nicht zur Wahl. Aber ich sage Ihnen eins, wer nicht gewählt hat in diesem Jahr, der hat das Recht zu meckern ohnehin verwirkt. Nein. Weil die dann immer noch sagen, meine Stimme zählt doch nichts. Ja, was ist das denn für ein Schwachsinn? Nein. Wie viele haben gewählt?